Hallo, ich grüße euch. Heute werdet ihr die Engelbotschaften für den Monat November für die Sternzeichen Widder und Jungfrau erfahren. Für den Widder. Engel Marchidel hat folgende Botschaft für dich. Für andere hast du stets einen guten Rat. Gehst du auf die Menschen zu und bist kommunikativ, doch mit dir selbst hast du ein Problem und tust dich schwer. Warum lässt du keinen an dich heran? Das ist keine Stärke. Hab den Mut und teile deine Probleme mit einer Person, zu der du Vertrauen hast. Das macht dich stark. Deine Devise für den Monat November ist: Lerne, über deine Probleme zu reden, über dich selbst zu reden. Für den Stier. Engel Asmodeus begleitet dich mit folgender Botschaft. Es ist gut, dass du dich wehrst, wenn du wütend bist. Sei nicht immer die liebenswerte, nette Person, die immer gutmütig lächelt und alles schluckt. Sage frei heraus, was dir nicht passt. Sage deine Meinung und nicke nicht, wenn es dir missfällt. So befreist du dich von all den Zwängen und gelangst in deine Ruhe und alles ist dann harmonisch. Deine Devise für den November ist: Deine Wut macht dich stark, sodass du zum Herrscher deines Zornes werden kannst. Für die Zwillinge. Die Zwillinge haben die Botschaft von dem Engel Ambriel und sie lautet: Du kennst keine Ruhe und musst immer etwas tun. Schon deine Eltern haben dich so erzogen. Sei fleißig und strebsam, dann wirst du keine Existenzängste haben. Das war der Slogan der Eltern. Doch versuche einmal, nichts zu tun und du wirst erkennen, dass das produktiver sein kann. Deine Devise für den November: Lerne einfach einmal faul und träge zu sein, wann immer es dir gefällt und danach ist. Für den Krebs: Deine Botschaft ist vom Engel Muriel. Du kannst auf andere Menschen wunderbar eingehen und man kann dir vertrauen. Das macht dich zum wertvollen Menschen. Aber wo hast du solch einen Freund, auf den du dich verlassen kannst und wirklich Verlass ist? Genau, da musst du suchen. Na, dämmert es dir jetzt, was andere haben, du aber nicht? Deine Devise für den November, die lautet: Du bist dein allerbester Freund. Lerne, dich selbst zu schätzen. Nun der Löwe. Engel Ferchiel sagt dir folgende Botschaft. Es ist deine Persönlichkeit, dass du immer noch höheren Zielen strebst. Halte doch einfach einmal inne und überlege, wie weit du es schon gebracht hast. Sei dankbar dafür. Wenn es draußen regnet und kalt ist, bist du in der Wärme deines Heimes oder in deinem Büro. Ist das nicht sehr viel? Und kannst du nicht zufrieden sein? Das sollte dein Ziel sein. Deine Devise für den November lautet: Zufriedenheit ist eine Lebensweisheit. Lasse sie nicht außer Acht. Für die Jungfrau. Der Engel Hamaliel bringt dir diese Botschaft. Worauf wartest du? Lass dein Leben fließen und schau zu ihm. Erwartungen sind die Geschwister der Enttäuschung. Deine höheren Ansprüche sind wie eine Zelle im Gefängnis, in die du dich selbst einsperrst. Warte auf nichts.
dann wird dir das Leben Dinge schenken, die du nicht erwartest. Deine Devise für den November lautet: Lass das Leben fließen und geschehen, dann kann dein Glück ungehindert zu dir kommen. Das waren die ersten Engelbotschaften für den Monat November. Und morgen im zweiten Teil sind die Sternzeichen Waage bis Fische dran. Also bis morgen, meine Lieben. Herzlichst, eure Deria.